for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein hübscher, schön großer und echt schön braver Capwaran, ne? Varanus albicularis. Ihr seht es im Hintergrund, ne? Sieht man es? Doch, man sieht es da oben. Wir sind im Reptilium Landau. Wir sind extra für euch hier nach Landau gefahren, in die Pfalz, ins Reptilium. Wollen euch da heute ein bisschen rumführen, euch ein bisschen was drüber zeigen. Und hier habt ihr schon mal eins der ersten Highlights. Leider bleibt er nicht so schön auf meinem Arm liegen wie ein Baby, aber trotzdem, jetzt pieselt er noch ein wenig. Also ich führe euch rum. Hier sind wir in der Wüstenhalle vom Reptilium. Für mich einer der tollsten Orte hier drin. Also ich war vor, ich glaube, 10, 15 Jahren, also kurz nach der Eröffnung schon mal hier. Und hat mir brutal gut gefallen. Hier ist also ein bisschen Gastronomie natürlich, beziehungsweise da werden auch Kindergeburtstage veranstaltet oder irgendwelche Events oder Feiern. Mir gefällt es brutal gut. Ich finde es toll gemacht mit diesen Natursteinwänden, oder das Thema hier drin ist ja Wüstenhalle, ne? Mit den Natursteinwänden hier. Oben sind so Lichtkuppeln, dadurch ist das Ganze schön hell. Also finde ich echt ein gelungener Raum. Gucken wir mal, was wir an Terris haben hier vor sich, giftig. Texas-Klapperschlange, Pazifik-Klapperschlange, sogar als Albino. Guckt hier, die Crotalus atrox albino hinten in der Ecke. Für alle von euch, die meinen, sie müssten unbedingt Giftschlangen zu Hause haben, kommt hierher, guckt sie euch hier an. Habt ihr mehr davon, weniger Stress. Dann hier roter Theo, Salvator rufescens, da ist er am Graben und Machen, der Kollege. Passt auch vom Thema ganz gut, ne? Ich weiß nicht, wer es, oder für die Theo-Fans unter euch, die Roten sind ja noch ein wenig trockener, steiniger vom Biotop her, kommen mehr aus der Gebirgsregion von Argentinien, im Gegensatz zu den Schwarzen. Von dem her passt es hier ganz gut rein. Hier haben wir einen super hübschen Nashorn-Leguan, Cyclura cornuta. Wenn ihr euch an die Wunschtierfolge erinnert, wir hatten eine Folge gemacht, meine 5 Wunschtiere. Also die Nashörner waren an Platz 2 oder 3, glaube ich. Bin ich absoluter Fan von den Nashorn-Leguanen. Ah, hier Strahlenschildkröte, eine Gruppe. Wird hier auch regelmäßig nachgezüchtet im Reptilium. Einmal die Stunde ist hier so eine Vorführung auf der Bühne. Jetzt im Moment, das ist so eine Schlangenvorführung, wird halt ein bisschen was von Schlangen gezeigt, ein bisschen was dazu erklärt. Irgendwelche Mitarbeiter hier sind dann mit Tieren da. Da gibt es verschiedene Themen, also jetzt eben Schlangenvorführung oder Fütterung oder ja, wie gesagt, jede Stunde so ein divers oder ein anderes Thema. Und da wird den Leuten ein bisschen was gezeigt und erklärt und wegen die Interaktion, ne, die Leute können auch wegen Fragen stellen. Heute ist Dienstagnachmittag, also ist jetzt nicht gerade die Hauptandrangszeit für so ein Zoo. Von dem her sind weniger Leute da. Ich denke, am Wochenende, da ist die Bühne dicht bedrängt. Hier was für die Familienunterhaltung, hier die Kollegen. Hier am Abhängen, Erdmännchen sind es. Der Uwe hat hier vorher erzählt, die tun als auf den, also eigentlich ist das aus Sulcata-Terrarien, ne? Da hinten ist so eine riesengroße Sulcata oder mehrere in der Ecke, an die Erdmännchen. Die sitzen zu dritt zum Teil auf der Sulcata und marschieren hier durchs Terrarium. Ich denke mir auch ganz nette, also
wissen wir natürlich alle, dass es keine Reptilien sind, aber wirklich nette Attraktion oder eine kleine Auflockerung zu den doch eher trägen Reptilien, dass hier gleich ein Leben rein oder hier drin ist. Ah, hier drüben haben wir wieder mein Intro-Tierchen. Guckt mal hier, der Kollege. Wie gesagt, Weißkehlwaran, glaube ich, sagt man auch dazu. Also Varanus exanthematicus. Nee, albicularis, nicht exanthematicus, jetzt sage ich es auch noch falsch. Varanus albicularis. Also Kapwaran, beziehungsweise ich glaube, man sagt auch Weißkehlwaran dazu. Ne? Und hier noch Pantherschildkröten. Hier ein Beispiel, wie höckrig eine Schildkröte sein kann. Müssen wir auch das. Ach, da unten übrigens, da sehe ich gerade den Kollegen, den ich auf dem Arm habe. Der ist hier links unten, ne? Das ist wegen der dickere. Der oben ist ja noch relativ schlank. Der hier unten, der dicke, das war der bei mir auf der Schulter. Was ich aber gerade zu der höckrigen Pardalis erzählen wollte. Also das Reptilium hier ist ja auch Reptilien-Auffangstation, ne, für irgendwelche Terrarientiere oder Reptilien, die irgendwo nicht mehr gewollt sind oder beschlagnahmt sind oder ausgesetzt sind. Und da kommen dann so Prachtexemplare zum Vorschein, wie diese extremst höckrige Pantherschildkröte. Ne. Aber auch die hat es verdient, dann anständig untergebracht zu werden. Aber so was Höckriges sieht man auch nicht alle Tage dann. Und dann kommen wir jetzt hier in die Außenanlage. Hier nochmal was nicht Reptilienartiges. Hier ist so ein Waschbärengehege noch hier im Außenbereich. Wie gesagt, hat nichts mit Reptilien direkt zu tun, aber ist natürlich eine nette Zoo-Attraktion. Das sind meines Wissens auch so Findelkinder, die mal hier irgendwie von niemand mehr gewollt wurden. Und das Reptilium hier hat sich denen angenommen. Ja, witzig, wie die Dreiermannschaft, die Dreierbande hier ihre Runden dreht. Hat man zuerst als Intro-Tierchen hat man die erst geplant. Und wobei der Uwe gemeint hat, ne, als Intro-Tierchen, die machen doch ordentlich Rabauts. Das war dann doch ein bisschen zu heiß, zu aufwendig. Weil wenn die loslegen oder abhauen oder irgendwas, dann haben wir ein Problem. Ne? Hier draußen ist ja das Thema einheimisch bzw. Europa. Die griechische Landschildkröten, Testudo Hermanni, eine schöne Anlage, wo auch das ganze Jahr hier betrieben wird, ne, im Winter. Also das Gewächshaus ist noch beheizt oder frostsicher gemacht. Da vorne sieht man eine sitzen unterm, müsste sogar, würde ich sagen, Hermanni vielleicht sogar sein, die hier unten. Ja, hübsche Hermanni. Da im Haus drin sieht man welche. Also jetzt haben wir später Nachmittag, ein sonniger, aber nicht so heißer Tag. Da werden die ersten schon langsam Richtung Haierbett gehen. Hier ist so eine, hier sind Sumpfschildkröten, ne? Europäische Sumpfschildkröten, Emis orbicularis. Mittlerweile auch in Deutschland wieder heimisch. Ich glaube nicht ursprünglich, aber durch Faunenverfälschung sind die wieder eingeschleppt in Deutschland, diese europäische Sumpfschildkröte.
Normalerweise kommt sie so aus dem Süden Europas, also Griechenland, Italien, findet man die. Hier haben wir Esculap, die größte, oh ja, da sieht man sehr schön, unsere größte einheimische Schlange, ne? Also die Esculap-Natter mit rund 2 Meter, von allen deutschen Schlangen die größte. Hier sind wir wieder im Giftschlangenbereich, Vipera ammoditis, die, ich sag mal auf Deutsch, Nashornottern, europäische Hornotter, nicht Nashorn, genau, europäische Hornotter. Wenn ihr euch daran erinnert, haben wir mal in Kroatien eine Folge gemacht, wo wir die in der Natur gesucht und letztendlich auch eine gefunden hatten. Wenn auch eine kleine, hier ist ein adultes Tier zu sehen da hinten. In Deutschland werden wir keine Ammoditis finden. In der Schweiz kommt sie vor, Tessin kommt sie natürlich vor. In Deutschland, meines Wissens, kommt sie nicht vor. Hier sind wir in der Afrika- bzw. Altwelthalle, also das ist so der Eingangsbereich. Hier die Spaltenschildkröten finde ich persönlich interessant als Terrarianer. Ne? Das eine, ich behaupte mal schwer, das ist ein Weibchen, die buddelt hier sogar ihr Legeloch. Ne, müssen wir Uwe nachher mal fragen, ob die hier vorm Ablegen ist. Ne, aber das, was die buddelt, das machen sie, wenn sie ablegen. Da blumsen dann die Eier rein. Hier drüben haben wir Geochelone elegans. Die Sternschildkröten. Schöne Zuchtgruppe. Das ist jetzt in dem Fall Indien. Ne? Also ich habe gesagt, altweltlich, Afrika, Indien ist hier das Thema. Das sind so Oman-Eidechsen, die da auf den Steinern sitzen. Was ich recht erstaunlich finde, dass man wirklich viele Tiere sieht. Ne? Also Problem an Reptilien, Ausstellungen ist ja oft, man sieht nichts. Ne? Die Leute sind enttäuscht. Ja, wo sind sie denn, die Tiere? Und hier ist wirklich in allen Terrarien was zu sehen. Also ich weiß nicht, wie sie das machen, aber überall sieht man was. Hier für mich als alter Agamen-Fan ein Highlight. Das auf dem Stein, also das vordere ist ein Apothekers-King vielleicht, also irgendein King, weiß ich gar nicht. Das hinten drauf ist Uromastix thomasi. Das ist wirklich für Agamen-Fans oder ja, für afrikanische Agamen-Fans ein Highlight. Ne? Oman-Dornschwanz-Agamen. Wird hier regelmäßig auch gezüchtet. Ah, jetzt hier auf dem Schild sehe ich, oh, das King müsste ein Tüpfelsking sein. Eumeces schneideri. Okay. Skinke ist wieder nicht ganz so mein Thema. Da bin ich recht unbewandert drin. Hier haben wir so ein Sandboa-Becken. Normalerweise das Problem an Sandboas, dass man sie auch fast nicht sieht, aber die sieht man hier. Das hier unten ist sogar eine echte Rarität. Das ist Eryx tataricus. Ich glaube, das ist noch kurz zur Verbreitungsgebiet Russische Föderation oder ehemalige, ne? Ja, Usbekistan, hier auf dem Schild steht Usbekistan, Afghanistan, Pakistan. Also eine Sandboa-Art, die man wirklich sehr selten zu sehen bekommt. Hier haben wir schöne Hakennasennattern. Witzigerweise kriecht ein Baby da drin rum. Ich nehme nicht immer an, dass das Absicht ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Ei geschlüpft ist im Terrarium. Weil die hier bestimmt keine
Babys mit adulten Tieren im Terrarium halten. Ne? Müssen wir dir nachher mal hier sagen. Frisch geschlüpftes Nasikus-Baby mit drin. Häufige Frage ist ja nach dem Alter, wie alt werden denn Schlangen? Also hier haben wir ein super Beispiel, das ist ein Netzpython, der ist 1979 wurde der geboren. Also der ist über 40 Jahre alt, knappe 42 Jahre alt. Der sieht natürlich nicht mehr aus wie das blühende Leben. Man sieht es, das Gewebe lässt nach und er macht wegen einen plattenschlaffen Eindruck, auch mit dem Häuten. Tut er sich nicht mehr ganz so leicht. Aber wie gesagt, das Tier hat deutlich über 40 Jahre auf dem Buckel. Das ist wirklich mal ein anständiges Alter für eine Riesenschlange. Ich glaube, das ist auch so die, ja, mehr oder weniger das übliche Alter oder das Alter, was Riesenschlangen einfach kriegen können. Die werden einfach 30, 40 Jahre alt. Und hier haben wir den lebenden Beweis dazu. Dann mal hier was für die Fans unter euch, die immer nach Wasserschildkröten, also wir haben es ja öfters unter den Kommentaren, macht mal was über Wasserschildkröten. Jetzt hier habt ihr eure Wasserschildkröten. Das sind Schnapp- bzw. auch Geierschildkröten. Hier vorne, also das, was wir sehen, sind alles Schnappis, würde ich behaupten. Chelydra serpentina ist das, ne? Und das da hinten, was ihr so im Halblicht seht, also was noch ein bisschen höckeriger ist, so vom Panzer her, ist eine Geierschildkröte, was da drin ist. Mittlerweile sind ja die Schnapp- und Geierschildkröten hier verboten in Deutschland wegen Faunenverfälschung. Das Problem ist, die kommen ja aus Nordamerika, leben dort auch in einem relativ rauen Klima. Und überleben unsere Temperaturen hier. Ne? Da wurden die früher ausgesetzt an irgendwelchen Baggerseen oder sonst wo. Sind die ausgesetzt worden, haben es überlebt und wurden dann irgendwann mal gefunden. Riesentamtam, ein Krokodil im Gartenteich oder was weiß ich, hat man die dann eingefangen. Und deswegen seit rund 10 Jahren bei uns verboten in Deutschland zu halten. Beziehungsweise auch zu importieren vor allem. Dann hier noch als kleines, wie soll man sagen, Action-Highlight sind diese Weißbüscheläffchen. Sage ich es richtig? Weißbüscheläffchen, doch. Sind so, ich glaube, sie gehören zu den Seidenaffen, so Zwergäffchen, die hier für Unterhaltung sorgen. Da ist natürlich immer Action in dem Terrarium. Ich denke, vom Wasser sollten sie besser wegbleiben. Nicht, dass man so eine Schnappschildkröte, so einen kleinen Weißbüschelaffen weghaut. Das wäre natürlich schade. Hier die zwei Kollegen. Die werdet ihr in der nächsten Folge nochmal kennenlernen. Da dürfen wir ein bisschen behind the scenes. Da werden wir uns nochmal mit denen genauer befassen. Zwei wirklich stattliche Mississippi-Alligatoren. Also wenn er den hier mal von der Länge, ich würde mal sagen, ja, der hat mal mindestens 3,5 Meter. Das ist schon ordentlicher Brocken, ne? Wie gesagt, zu denen, die gucken wir uns noch genauer an, da müsst ihr euch noch gleich ein gedulden. Wichtig für ein Reptilienzoo natürlich die Anacondas, gelbe und grüne Anaconda. Da oben liegt die grüne im Baum. Schönes Bild. Die gelbe geht gerade ins Wasser. Wisst ihr alle, die Anacondas, also Oenectes generell sehr wassergebunden. Wichtig, wenn man die hält, große Wasserbecken hinmachen.
Leute, hier so viel zum Thema. Wir sind alle eins. Der Affe und der Iguana, alles frisst aus einer Schüssel. Das ist hier, wie soll man sagen, gelebte Toleranz sozusagen. Ne? Kurz vorneweg, hier surrt so wahnsinnig. Da geht gerade ein Ventilator, Lüfter über mir. Lasst euch nicht stören von dem Surren. Wendet euren Blick darüber. Für die Varan-Fans unter uns, Varanus salvator, aber in dem Fall melanistisch bzw. schwarze Bindenvarane. Bin ich selber gleich wenig überfragt, ob die Schwarzen tatsächlich so in der Natur als Population so vorkommen in Schwarz oder ob es einfach Melanismus ist, der zufällig auftritt. Ich glaube mal gehört zu haben, es gibt ein Verbreitungsgebiet, wo die Tiere so schwarz sind. Der eine oder andere von euch weiß es vielleicht, kennt sich aus. Gerne unten drunter posten. Die schwarzen Bindenvarane, Population oder zufällig auftretende Farbvariante. Ne? Gefällt mir super schön. Bindenvarane sind eh toll und das Ganze in Schwarz ist natürlich ein Highlight. Hier geht's rein zu den Vogelspinnen. Wir haben doch keine Zeit, hat mal einer im Fernsehen mal gesagt. Deswegen lassen wir die mal ausfallen. Beziehungsweise, by the way, natürlich können wir euch hier nur einen Teil zeigen. Ne? Das Ding ist groß hier, der Zoo. Ich pick wegen die Sachen raus, die mir ins Auge stechen, die mir gefallen, wo ich euch vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen kann, was nicht jeder weiß oder sowas. Oder was halt einfach raussticht. Ne? Ansonsten jedes Terrarium hier zu zeigen, ist leider einfach unmöglich. Dazu gibt es einfach viel zu viel zu sehen. Ne? Hier auch noch super schöner Wasserteil mit dabei. Ach, da ist da hinten seht ihr Varanus mertensi. Hockt da auf dem Baum. Jungtier, Mertens Wasservaran. Nee, nicht Jungtier, Quatsch, das ist adult. Die Mertens Wasservarane sind eben auch stark an das Leben im Wasser gebunden, haben die Nasenlöcher auch ganz oben, also so typisches Tier, wo im Wasser sitzt. Das Näschen guckt raus, aber in dem Fall sonnt er sich gerade hier auf dem Ast. Das ist Varanus rudicollis, Rauhnackenvaran, sagt man glaube ich auf Deutsch dazu, läuft gerade davon. Der Uwe hat mir erzählt, es wäre sogar ein Weibchen. Behind the scenes gibt es noch das Männchen dazu. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, behind the scenes. Was ich euch hier zeige und was ihr hier seht, ist ja alles ganz normal in der Ausstellung. Also wenn ihr hier nach Landau fahrt, das, was wir hier filmen und zeigen, das könnt ihr euch alles hier anschauen, wenn ihr hierher kommt. Und was man natürlich, ich meine, wir müssen ja ein bisschen hier ein jetzt hätte ich fast VIP-Bonus gesagt, aber dann sagen wir lieber einen Reptil-TV-Bonus haben. In der nächsten Folge zeigen wir euch ein bisschen behind the scenes. Ne? Da gucken wir uns wegen die Sachen an, die man so hier vorne oder die nicht jeder sehen kann. Da nehme ich mir hier den Uwe Wünstel, das ist der Direktor hier vom Reptilium Landau. Da werden wir uns den schnappen und werden uns mal die Sachen angucken, wo nicht jeder vielleicht hingucken kann. Hier bzw. hinter mir haben wir das Nachthaus. Ich weiß nicht, wie gut man es auf der Kamera sehen kann. Da ist dunkel drin oder fast ganz dunkel. Geht natürlich darum bei den Reptilien, die meisten sind nacht- bzw. dämmerungsaktiv. Und da soll ja auch ein bisschen Leben sein, hatte ich vorher schon angesprochen, dass sich was bewegt. Die Leute wollen ja was sehen. Und deswegen ist da drin so dunkel. Zum Filmen macht es wenig Sinn. Da werdet ihr jetzt auf dem Film nicht allzu viel sehen. Beziehungsweise dann habt ihr erst recht einen Grund, mal vorbeizukommen und hier ins Nachthaus zu schauen. We'll be right back.
Das war Teil 1 vom Reptilium in Landau. Meines Wissens Deutschlands größter reiner Reptilienzoo. Wie schon angekündigt, der Teil 2 kommt, Behind the Scenes. Da gehen wir nochmal mit dem Uwe rum, mit dem Direktor Uwe Wünstel. Behind the Scenes seht ihr dann in Teil 2. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention, deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.